Gut, dann werfen wir einen Blick auf den OneNote Masterclass Planer. Ich habe den hier in der OneNote für Windows 10 App geöffnet. Du kannst ihn aber mit jeder anderen Applikation aufmachen. Und wie du siehst, es ist ein ganz normales OneNote Notizbuch mit verschiedensten Abschnitten und ganz vielen Seiten. Ich habe hier einen Willkommensbereich dargestellt, wo noch verschiedenste Infos auch zum Nachlesen vorhanden sind. Das heißt, da kannst du dich noch informieren über die Hintergründe zu diesem Planer. Hier geht es los, das heißt, dieser Klick bringt dich zur Homepage, zu deiner OneNote Masterclass Planer Homepage. Hier kannst du alles selbst gestalten und wie immer beim OneNote Masterclass Planer kannst du auch alles verändern. Du findest hier ganz viele grüne Infoboxen, die sind im ganzen Planer irgendwo verteilt und sollen dir ein bisschen helfen, den Überblick nicht zu verlieren, beziehungsweise ein paar Ideen geben, was du mit dem Planer alles so machen kannst. Aber wie gesagt, diese Infoboxen und auch alle anderen Inhalte sind veränderbar. Das heißt, du kannst es hier immer wunderbar löschen, verschieben und dir zum Beispiel hier deine Homepage so herrichten, wie du das gerne möchtest. Zur Homepage kommst du immer mit diesem Buchsymbol, das heißt, du hast hier die Möglichkeit von jeder Seite in deinem Planer immer wieder zurückzukommen auf diese Homepage. Hier oben findest du auch die Menüleiste, die dich ganz schnell per Links auf die jeweiligen Abschnitte und besonderen Seiten dann eben bringt. Es wird dieses Menü in jeder Seite und auf jeder OneNote-Seite des Planers eingeblendet, das heißt, so kannst du ganz schnell zu den jeweiligen Abschnitten und Seiten navigieren. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Es ist hier eben auch beschrieben mit der grünen Infobox, aber ich habe hier die Kontakte, es sind gewisse Sonderseiten, selbst gestaltbare Abschnitte. Es gibt auch einen wichtigen Abschnitt, einen gesicherten, einen Safe-Abschnitt und dann eben auch einen besonderen Abschnitt für die Schule und für die Klasse, mit denen du vielleicht arbeitest. Ein Direktlink führt zum Stundenplan. Ich habe hier auch einen Link eingebaut zur To-Do-Liste und dann gibt es eben noch fünf spezielle Sonderseiten, die du auch frei zur Verfügung hast und die du auch frei gestalten kannst. Schauen wir also mal ganz kurz in die jeweiligen Abschnitte und Seiten rein. Also wie gesagt, hier ist eine Kontaktliste, da kommt man zu der To-Do-Liste bzw. zu dem To-Do-Abschnitt. Dann gibt es eben verschiedenste Abschnitte, die du selbst gestalten kannst, einen wichtigen Abschnitt und auch einen Privat-Safe, wo du zum Beispiel Logins und andere Dinge speichern kannst. Ein besonderer Tipp hier gleich, du kannst natürlich auch diesen Safe mit einem Kennwortschutz versehen und damit den Abschnitt auch wirklich nur mit dem Kennwort wieder öffnen und damit hast du das Ganze auch doppelt gesichert. Der OneNote Masterclass Planer ist natürlich auch als Schulplaner einsetzbar und deswegen habe ich hier einen eigenen Schulabschnitt gemacht, wo du eben verschiedenste Dinge für deine Schule, für die Arbeit in der Schule einstellen kannst und damit dein Schulleben hier organisieren kannst. Das gleiche gilt auch für die Klasse. Das heißt, ich habe hier für eine Klasse einen speziellen Abschnitt gebastelt und hier kann ich dann gleich etwas ganz was Besonderes zeigen des OneNote Masterclass Planers. Du kannst nämlich hier beliebig viele Klassen ganz einfach selbst verwalten, indem du diesen Abschnitt kopierst. Das kannst du ganz einfach so erledigen, dass du hier den Abschnitt eben nicht verschiebst, sondern kopierst an den jeweiligen Ort und damit werden alle Inhalte und alle Seiten, auch die Verlinkungen kopiert und du bekommst die Möglichkeit, eine neue Klasse zu führen. Sobald die Kopie erstellt ist, hast du hier einen zweiten Abschnitt und kannst hier zum Beispiel dann mit der Klasse 2b arbeiten und hast auch wieder die Seiten und alle Möglichkeiten des Schulplaners hier gegeben. Schauen wir noch im Hauptmenü weiter. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, auch noch direkt zu meinem Stundenplan zu kommen. Sehr passend und praktisch für den Unterricht. Dann habe ich auch die Möglichkeit, zu meiner To-Do-Liste mit einem Klick zu springen. Und wie gesagt, auch die fünf komplett individualisierbaren Seiten sind hier dargestellt. Das heißt, da kannst du deine Inhalte reingeben, auch immer wieder abändern und von jeder OneNote Masterclass Planer Seite wird auf eine dieser fünf Seiten dann verlinkt. Zurück geht es wieder zum Homescreen, zur Homepage und dort haben wir jetzt die Möglichkeit loszustarten und in den Kalender ein bisschen reinzuschauen.
Du kannst also ganz schnell mit Hilfe des Hauptmenüs da durch den Planer navigieren. Natürlich geht auch die Navigation mittels OneNote-Abschnitten bzw. mittels der OneNote-Navigation. Ich empfehle dir aber auch, den Planer in der Vollbildansicht zu verwenden, weil dann hast du hier wirklich die volle Übersicht und kannst hier wirklich mit deinem Planer ungestört arbeiten. Herzstück eines jeden Planers ist der Kalender. Im OneNote Masterclass Planer hast du einen Kalender mit 18 Monaten von Juli 2022 bis zum Dezember 2023 mit verschiedensten Übersichten, mit verschiedensten Seiten und alles ist miteinander verlinkt. Du hast hier zum Beispiel eine Jahresübersicht, wo du alle Tage eines Jahres siehst und kannst natürlich hier auch nach Quartalen das Ganze dir anzeigen lassen und hier ganz fein navigieren. Zur Navigation ein kleiner Tipp. Diese Pfeile neben dem Seitentitel erlauben dir auch eine Navigation zum nächstgelegenen Item. Das heißt, hier kann ich zum Beispiel zu den verschiedenen Quartalen navigieren. Auch eine kleine Besonderheit möchte ich noch erwähnen. Du bist immer mit grauen Highlights da daran erinnert, wo du dich gerade befindest. Das heißt, wir sind hier gerade im Quartal 4. Und wenn ich hier zum Beispiel auf das Monat Oktober dann wechsle, dann sehe ich, dass ich hier im Oktobermonat unterwegs bin, im Jahr 2022 Oktober. In dieser Monatsansicht hast du die Möglichkeit, entweder hier links außen zu jedem beliebigen Tag oder auch zu den jeweiligen Wochen zu wechseln. Es gibt natürlich auch für jede Woche eine eigene Übersicht, auch hier wieder der Index, beziehungsweise auch zu einem Tag. Alles ist miteinander verlinkt, das heißt, wenn ich hier zum Beispiel wieder zurückwechsle auf das Jahr 2022, komme ich ganz rasch wieder in die Ganzjahresübersicht. Du kannst natürlich direkt auch aus der Ganzjahresübersicht zu einem speziellen Tag hier wechseln, beziehungsweise auch immer zu den jeweiligen Wochen und dank der eingebauten Navigation zwischen den verschiedensten Wochen immer auch wechseln und somit bist du ganz schnell und punktgenau an dem Punkt im Planer, wo du sein möchtest. Du kannst natürlich auch die klassische OneNote-Navigation zum Navigieren verwenden. Du siehst, dass alles hier in Abschnitten nach Monaten eingeteilt worden ist und kannst hier auch die jeweiligen Tage auswählen. Diese sind als Unterseiten zu den jeweiligen Wochen dargestellt. Praktischer und effizienter finde ich aber die Navigation mittels der eingebauten Links. Das heißt, ich kann hier ganz punktgenau und wahnsinnig schnell auf die jeweiligen Seiten dann zugreifen. Stichwort Navigation. Ich möchte dir auch noch die jeweiligen Links hier auf der linken Seite empfehlen. Du hast hier die Möglichkeit, zum jeweiligen Monat eine Monatsansicht im Kalenderformat darzustellen, beziehungsweise hast du hier auch eine Listenansicht zu dem jeweiligen Monat, wobei alle Links wieder funktionieren zu den jeweiligen Tagen und den Wochenplänen. Wir haben hier auch noch die Möglichkeit für Notizen. Das heißt, es gibt pro Monat eine eigene Seite zu Notizen. Es ist hier ein Live-Tracker eingebaut, mit dem kannst du verschiedenste Dinge dann tracken und aufschreiben. Gibt verschiedenste Möglichkeiten dazu, später noch dazu mehr. Es ist auch ein Fitness-Tracker eingebaut, beziehungsweise auch ein Budgetplan. Somit kannst du deine Ausgaben und Einnahmen immer schön pro Monat im Überblick halten. Zu guter Letzt ist hier noch eine leere Seite, die frei zur Verfügung ist. Aber nicht vergessen, du kannst natürlich in jeder OneNote-Seite deine Inhalte hinzufügen und kannst auch immer wieder beliebig neue Seiten hinzufügen. Bei jeder dieser speziellen Monatsseiten kannst du auch ohne Probleme mit dem Navigationspfeil zum nächsten Monat wechseln und hast somit einen ganz raschen Überblick, zum Beispiel über deinen Tracker oder auch hier, wenn wir nochmal zurückgehen in die Monatsansicht, kannst du auch hier ganz schnell zum nächsten Monat springen. Besonderheit hier ist vielleicht zu erwähnen, dass hier auch ein Jahresübersprung möglich ist. Das heißt, nach Dezember kommt natürlich der Jänner. Dasselbe gilt auch hier für die Wochen. Das heißt, wenn ich hier die verschiedensten Wochen mir ansehe, dann kann ich ohne Probleme auch in das nächste Monat dann wechseln. Du merkst also, die Navigation ist sehr intuitiv aufgebaut und hilft dir auch wirklich ganz rasch und schnell punktgenau dort hinzukommen, wo du hinkommen möchtest in deinem OneNote Masterclass Planer.